Start gehen. Das ist natürlich nicht der Fall, wie wir wissen. Die sind Corona-positiv getestet. Wir haben aber einen Mann bei uns, der die beiden aus dem FF quasi kennt, Frank Erlbeck, der Heimtrainer. Schön, dass Sie da sind. Wie bitter ist das, dass wir die Jungs heute nicht auf der Leinwand verfolgen können? Ja, es ist natürlich tragisch für beide Athleten. Wir sind aber guter Dinge, hoffen einfach, dass sich dieser Gesundheitszustand verbessert und dass beide dann nächste Woche, wenn das Einzel und das Team auf der großen Schanze sind, vielleicht noch zum Einsatz kommen. Haben Sie Kontakt zu den beiden? Was erzählen Sie? Ja, Kontakt besteht natürlich. Hatten gestern erst ein Telefonat und haben uns geschrieben. Insoweit erstmal alles positiv. Auch die Situation für den Erik direkt in dieser Isolation hat sich verbessert mit dem Zimmer und allem drum und dran. Geht davon aus, dass das Team vor Ort, inklusive der Verantwortung vom DOSB, die notwendigen Schritte eingeleitet haben. Und jetzt gilt es zu hoffen und die Hoffnung haben wir. Und jetzt freuen wir uns auf die Kids hier, mit denen wir jetzt gemeinsam mit euch Skispringen üben werden. Ganz genau, wir sehen schon ein bisschen, das sieht sehr gut aus. Und wir stürzen uns ja gleich auch ins Abenteuer, Maxi. Bist du bereit? Also ich fühle mich bereit. Ich habe es dir ja bislang verschwiegen. Also ich habe so ein bisschen den Heimvorteil als Erzgebirge. Ich war selber mal in der nordischen Kombination aktiv. Das macht die Fallhöhe jetzt natürlich aber umso höher. Also aus deinem Blickwinkel kannst du heute natürlich nur gewinnen. Genau, ich kann nichts verlieren und schaue mir jetzt erstmal was ab von Frank Erlbeck und all diesen Kindern, die das heute schon uneinlich gut hier auf die Schanze zaubern. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Was ist das, was ich da sehe? Aber er konnte es erklären. Frank, wir sind jetzt oben hier auf der neu entstandenen Schanze in Oberwiesenthal angekommen. Trägt die schon einen Namen? Die Fichtelbergschanze gibt es bereits. Wie ist hier der Name? Ja, Namen gibt es noch nicht, aber ich würde sagen Olympiabacken. Olympiabacken finde ich sehr, sehr treffend. Jetzt haben wir hier hoffnungsvolle Nachwuchstalente, potenzielle Nachwuchstalente aus Oberwiesenthal. Kannst du mir und auch den Jungs und Mädels so ein bisschen erklären, worauf es jetzt drauf ankommen wird? Weil Felicitas und ich werden uns jetzt gleich selber noch hier herunterstürzen dürfen. Ja, ich habe ja schon gesehen, die Schanze ist gut präpariert. Alles top heute, Aufwind. Also sehr gut zum Fliegen, weite glaube ich zwischen 3 und 4 Meter ausgeflaggt. Bevor wir losmachen, ich habe ja gesehen, die Mädels und Jungs haben schon fleißig geübt. Anfahrtshocke, einige habe ich gesehen, die fahren absolut im Stehen, wird natürlich in dem Radius ein bisschen schwierig. Besser ist, man geht in die Hocke und das probieren wir einfach mal, oder? Ja. Schön runtergehen, Arme nach hinten, Oberkörper leicht drauf. Genau. Und dann kommt der Absprung, wenn wir irgendwo an der Schanzkante sind. Genau. Und was machen die Skispringer heutzutage? Früher ist man parallel gesprungen und heute? V. V, genau. Und jetzt stellen wir uns einfach mal hin. Füße leicht auseinander. Das wäre die V-Haltung. Nehmen die Arme mit rein, die Handfläche auf, sodass wir die Flughaltung, viel Luft sammeln mit den Händen auch. Und dann erfüllen wir mal den Wind, wie er uns trägt. Und zum Abschluss kommt was? Die Landung, der Telemark, genau. Ein Schritt nach vorn, Arme zur Seite, Oberkörper aufrecht. Genau, so soll es aussehen. Das sind die wichtigsten Elemente im Skispringen. Und ich würde sagen, jetzt haben wir los. Sturz im Anlauf. Wir haben einen Sturz im Anlauf. Das sollte natürlich nicht gehen. Passiert im Weltcup auch selten, dass oben auf dem Balken schon. Aber auch schon passiert. Nächster, jetzt hat er's. Jawohl, der war gut. Das ist ein ganz wilder. Super, die Greta Weißblock. Mal schauen, das Mädel. Das ist ein Mädel. Oh, 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 jetzt haben wir den Sturz im Anlauf. Aber wie der österreichische Kollege wenigstens auf dem Schanzentisch zum Stehen gekommen. Genau, nichts passiert. Warst du mit deinem Sprung zufrieden? Nicht gut. Ein kleiner Sturz, aber nicht wehgetan. Nein. Und wie macht das Spaß, hier teilzunehmen an den Sport im Osten-Winterspielen? Macht Spaß, ja. So, gerade Sprung absolviert. Wie zufrieden bist du mit deinem Sprung? Also, geht schon. Ich bin erstmal hingefallen, aber das ging eigentlich. Bringst du sonst öfter? Nein. Das war fast das erste Mal jetzt.
Dafür sah das schon ganz gut aus. Ich muss gleich auch noch ran. Was gibst du mir denn für Tipps? Worauf muss ich achten? Zuerst mal in der Hocke, tief, und dann hoch und dann landen. Das klingt so einfach. Wir haben uns hier einen Anzug angezogen, ich in Silber. Du siehst natürlich schon ein bisschen sportlich agiler aus. Hattest natürlich auch gestern weniger Gewicht beim Rodeln. Das hat man gestern nur gemerkt, heute sieht man es halt leider auch. Ja, wir tun alles hier, ne, um sportliche Bestleistungen zu bringen. Wir müssen jetzt gleich nochmal zurück, um unseren Helm aufzusetzen. Und genau, dann würde ich sagen, kann es tatsächlich losgehen. Felicitas, Gefühlslage, nimm uns mit. Ja, kacke, darf man das sagen? Hier im Stream darf man das sagen, ne? Also nicht so gut, aber ja, mein Puls vielleicht, ja, der kann eigentlich nicht viel höher werden. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach loslegen, weil es wird nicht besser. Auf geht's! Oh! Cooler Sprung, leider gestürzt. Also, Felicitas Hölscher bei ihrem ersten oder zweiten Versuch auf der Schanze und sie kommt aus dem Strahl nicht heraus. Es sind, glaube ich, nicht die Hormone, vielleicht ein Stück weit auch die Glücksendorphine, sondern eher die Weite. Frank, wie schaut's aus? Ja, perfekte Performance von euch beiden. Leider noch gestürzt, aber das würde man hinkriegen, wenn man 2-3 Sprünge noch gemacht hätte. Ja. Aber die Challenge war jetzt. Aber Glückwunsch, du führst noch einen Sprung. Nochmal die Weite, also lag ich weit dahinter? Die Videoweitemessung hat ganz klar gezeigt, 1 Meter für Maxi und 2 Meter für Felicitas. Also nach der Blamage beim Biathlon am Montag jetzt der nächste Tiefschlag für mich. Felicitas Hölscher wird dann also am heutigen Nachmittag als Führende in den, wie viel Kilometer wären es, wie viel 100 Meter, der Kombinationslanglauf? 50 Meter. 50 Meter und 5 Sekunden, die Felicitas Hölscher vor mir ins Rennen gehen wird. Also ist auf jeden Fall noch eine Menge Spannung drin. Vielen Dank, wir sehen uns dann gleich beim Kombinationslanglauf. Also, beim Skispringen hatte Felicitas Hölscher, Chapeau nochmal an dieser Stelle, die Nase vorn. Du wirst jetzt als Erste auf diese 50-Meter-Strecke gehen. Standst noch nie auf Langlaufski, aber du standest halt auch noch nie auf Skisprungski und hast mich trotzdem geschlagen. Also, siehst du dich jetzt in der Favoritenrolle? Nö, einfach nein. Also, das wird eine harte Nummer für mich. Ich versuche ja einfach, also übrigens nicht wundern, ne? Kein klassischer Stil, kein Freistil. Hölscher Stil ist hier angesagt. Wir lernen das morgen nochmal, da ist nämlich Langlauftag. Machen wir das dann nochmal richtig, oder? Ganz genau. René Sommerfeld wird dann da sein, jetzt am Mikrofon. Christian Freitag, Geschäftsführer vom WSC, wird diesen Lauf jetzt hier packend für Sie kommentieren. 5 Sekunden liegt Felicitas Hölscher vor mir. Viel Spaß mit der Entscheidung in der nordischen Kombination. Felicitas Hölscher. Heute, nach dem Sprung führend 5 Sekunden Vorsprung, hat sie dann vor Maximilian Bayer. Ah, der Rücktritt vom Rücktritt. Die Aufregung steigt. Jetzt sind es nur noch wenige Minuten bis zum Start. Die Spannung steigt und wir geben das Signal. 3, 2, 1, go! Ja, und das Felicitas in der Spur. Dicht gefolgt von Maximilian, der hier Erfahrungen hat. Da kommt sie leicht ins Straucheln. Das wird ein ganz hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ah, Erzgebirge vorn, jawohl! Jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell die Stimmen noch einfangen. 5 Sekunden raufgeholt auf 50 Meter. Maximilian, wie fühlst du dich? Also ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so verbunden mit Vinzenz Geiger gefühlt. Aber Felicitas, nochmal Respekt, Spaß beiseite an dieser Stelle dafür, dass du das erste Mal auf den Langlaufski standest. Hast du das sehr gut gemacht und ich glaube, da habe ich dann morgen im Langlaufwettbewerb mit René Sommerfeld eine harte Kontrahentin mit dir. Ja, danke schön. Felicitas, Premiere bei den Sport im Osten Winterspielen 2022. Den Vorsprung abgegeben, den du so hart erkämpft hast nach der Schanze. Deine Meinung? Ja, es fühlt sich wirklich nicht gut an. Ich kann mich in Johannes Rützek heute reinversetzen. Ich weiß nicht, der Strauchler, wie hast du es gesehen? Der hat mich einiges gekostet, ne? Ja, der hat wenigstens 3-4 Sekunden gekostet und da konnte natürlich Maximilian den Sieg hier rauskitzeln an der Stelle. Ja, ich kann verlieren, heute geht so gut. Ne? Aber herzlichen Glückwunsch, Maxi Bayer, du bist zurück. Für morgen Prognose,
Gibst du dich heute schon geschlagen oder greifst du morgen erst richtig an? Also ich übe jetzt hier nochmal, heute Nacht vielleicht auch nochmal und dann wird das was. Und mit der Hilfe von René Sommerfeld, ne, morgen? Ja. Dann melde ich dich schon mal fürs Wochenende für den 2-Kilometer-Lauf zum Erzgebirgs-Skimarathon an. Genau, Erzgebirgs-Skimarathon hier am Samstag und Sonntag im Rahmen der Sport im Osten Winterspiele. Anmelden kann man sich auf eurer Website. www.wsc-erzgebirge.de. Läuft. Wir sind auf jeden Fall dabei. Maxi Bayer, Christian Freitag und ich auch. Und 2:1, muss ich jetzt einfach anerkennend sagen, steht für Maxi Bayer. Und wir sehen uns morgen wieder. Dann wird vielleicht aus der Hölscher Technik auch so eine klassische Technik, Freistil-Technik. Also wir freuen uns auf morgen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.